Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um dieses Schätzchen hier gehen. Iskari 2, die gefangene Königin von Kirsten Ciccarelli. Ich weiß immer noch nicht, ob man die Frau so richtig ausspricht. Und ja, darum soll es heute gehen auf jeden Fall. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Iskari, die gefangene Königin, ist der zweite Teil der Namsara-Reihe und im zweiten Teil geht es um einen Nebencharakter aus dem ersten Teil. Habe ich auch erstmal so nicht verstanden. Ich habe dann hinten den Rückband nochmal durchgelesen und dachte so, hä? Irgendwie sind das gar nicht die Charaktere aus dem ersten Teil, weil ich war irgendwie der felsenfesten Überzeugung, dass es mit Asha und Thorwin weitergeht und dann stehen hier hinten ganz andere Namen drauf und ich war sowas von irritiert und ich konnte auch mit diesen Namen erstmal überhaupt nichts anfangen. Aber ihr habt mir alle Gott sei Dank erklärt, um wen es denn jetzt hier eigentlich geht. Und ich muss auch sagen, dass beim Lesen so nach den ersten 20, 30 Seiten die Geschichte doch wieder sehr präsent in meinem Kopf war. Und ich kann nur sagen, dass ich auch beim Lesen gemerkt habe, so nach den ersten 20, 30 Seiten, dass das alles so langsam wiederkommt, was im ersten Teil gewesen ist, was mit Dex gewesen ist, was mit Rohr gewesen ist, was mit diesem Buschland gewesen ist und diesen Zwist zwischen dem Königreich und dem Buschland und das kam dann alles so Stück für Stück wieder. Und ich finde, das hat die Autorin auch gut nochmal aufgegriffen und nochmal erklärt, dass du so nach einem Jahr, wo der erste Teil ja jetzt erschienen ist, auch nochmal gut in die Geschichte jetzt wieder reingekommen bist. Und ich würde sagen, ich erkläre euch aber erstmal wie immer, worum es in diesem Buch hier eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Rohr und Rohr möchte ihrem Volk endlich den lang ersehnten Frieden bringen, denn Rohrs Volk, die Buschländer, sind mit dem Königreich, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie dieses Königreich heißt, Viergrad, genau, verfeindet. Und Rohr möchte endlich Frieden bringen, denn ihr Volk geht so langsam zugrunde und das möchte sie verhindern. Und damit sie ihr Volk retten kann, tut sie Viergards Drachenkönig Dex heiraten. Und Rohr und Dex verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Denn früher einmal waren die beiden sehr, sehr gute Freunde, bis zu einem schicksalhaften Tag, an dem Rohrs Zwillingsschwester Essie gestorben ist. Und Rohr machte Dex dafür verantwortlich und wollte ihn daraufhin nie wiedersehen. Und jetzt ist er wieder in ihr Leben getreten und hat sie um Hilfe gebeten. Und im Gegenzug hat sie ihm vorgeschlagen, dass er sie heiraten möchte, um endlich Frieden zu bringen. Und im Gegenzug soll Dex halt einen Friedensvertrag unterzeichnen, dass die Buschländer endlich wieder frei handeln dürfen und dass diese ganzen Einschränkungen, die ihnen auferlegt sind, dass die endlich vernichtet sind und dass ihr Volk wieder quasi frei leben kann. Und damit sie halt so über allem so ein bisschen die Hand hält, möchte sie halt Dex heiraten. Und ja, sie gibt halt ihre eigene Freiheit quasi für ihr Volk auf und ja, tut den Mann heiraten, der quasi für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist. Und das, obwohl sie ja eigentlich auch noch einem anderen versprochen war. Und eines Tages ist es so, dass Rohr ein Angebot bekommt von den Feinden des Drachenkönigs, sich mit ihnen zu verbünden und den Drachenkönig vom Thron zu stürzen. Denn es gibt auch eine Möglichkeit, wie Rohr ihre Zwillingsschwester Essie zurückholen kann in das Reich der Lebenden. Und dafür muss Dex sterben. Und Rohr weiß nicht so richtig, was sie tun soll, denn sie entwickelt so langsam Gefühle für Dex. Und ja, besinnt sich auch auf dessen, was früher einmal zwischen ihnen gewesen ist. Und ja, wie Rohr sich im Endeffekt entscheidet, ob sie Dex verrät oder ob sie zu ihm steht, ob sie ihre Schwester aufgeben kann oder sie zurück ins Leben holt. Das ist es im Endeffekt, worum es an Iskari, die gefangene Königin, genau geht. Und ich kann nur sagen, ich habe von dem Buch mir etwas anderes versprochen, wie es eigentlich ist. Der erste Teil, fand ich, hatte ja so ein bisschen so einen ganz kleinen Märchentouch für mich. Allein vom Aufbau der Geschichte her, von der Erzählung der Geschichte her, war der erste Teil für mich so ein ganz klein bisschen märchenhaft. Und das hat dieses Buch damals für mich besonders gemacht. Aber es war trotzdem eine High-Fantasy-Geschichte, wo auch die Story im Vordergrund stand und die Liebesgeschichte zwischen Asha und Thorwin eher so im Hintergrund. Und das fand ich damals eine super Mischung und ich dachte mir, dass der zweite Teil, die gefangene Königin, wie gesagt, erstmal eine direkte Fortsetzung ist, wo es auch wieder um Asha und Thorwin geht. Deswegen ich ja dann bei den Neuerscheinungen, wo ich das Buch nochmal genau vorgestellt habe, so irritiert war, dass es eben nicht um Asha und Thorwin geht. Aber Dex ist ja der Bruder von Asha. Und Asha und Thorwin tauchen hier in diesem Buch auch auf jeden Fall wieder auf. Und das Buch spielt zeitlich gesehen auch nach dem ersten Teil. Es knüpft quasi an den ersten Teil auch wieder an. Und wir haben halt hier nur andere Hauptcharaktere in dieser Geschichte. Was ich eigentlich ganz cool finde, denn so bekommt man nochmal einen Einblick auf die ganzen anderen Charaktere. Und ich konnte mich dann beim Lesen, wie gesagt, auch daran erinnern, dass Dex und auch Rohr im ersten Teil schon mal erwähnt worden sind. Und das kam dann alles so Stück für Stück wieder. Auf jeden Fall habe ich etwas anderes erwartet, weil ich dachte, dieses Buch wird mehr wie der erste Teil, mehr geschichtslastiger und weniger liebesgeschichtslastig. Aber dieses Buch hat mich total überrascht, denn die Liebesgeschichte steht hier definitiv im Fokus und definitiv im Vordergrund.
Dieses Buch beschäftigt sich sehr viel mit den Gefühlen unserer Protagonistin und sehr viel auch mit der Geschichte zwischen War und Dax und halt auch ihrem ehemaligen Verlobten. Das spielt halt auch noch eine gewisse Rolle mit in dieser Geschichte. Die Geschichte, um die es eigentlich geht, und zwar, dass War ihr Volk retten möchte und sie irgendwie einen Weg sucht, ihre Schwester zurückzuholen. Diese Sachen sind schon wichtig in der Geschichte, aber sie spielen jetzt nicht so vordergründig. Ich fand, die Liebesgeschichte stand hier schon sehr weit im Vordergrund, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, was ich persönlich nicht schlimm finde, denn wie gesagt, ich liebe Liebesgeschichten in Büchern, das wisst ihr. Ich mag das total, wenn die im Vordergrund stehen und wenn die Geschichte da so ein bisschen hinten angestellt wird. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele davon enttäuscht sein werden, weil sie halt auch etwas anderes erwartet haben. Und ich kann aber im Großen und Ganzen sagen, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte super, ich fand das Tempo in der Geschichte super. Ich fand das super, wie sich das zwischen Raw und Dex entwickelt hat, wie sich das verändert hat. Ich fand es hier cool zu sehen, dass sie einfach immer die ganze Zeit ein komplett falsches Bild hatte von ihm. Du aber eigentlich als Leser auch schon weißt, dass er überhaupt nicht so ist, wie sie ihn sieht. Und du fragst dich die ganze Zeit, Mädchen, warum denkst du so von ihm? Ich meine, klar, es gibt hier viele Andeutungen, woraufhin sie sich Sachen natürlich auch zusammenreimt, die aber grundsätzlich falsch sind, weil sie halt einfach nicht mit ihm redet. Und man weiß aber halt von Anfang an in der Geschichte, dass Dex eigentlich der Gute ist und halt eben nicht so ist, wie sie denkt. Und das fand ich schon irgendwie ganz witzig zu lesen. Und wie man dann halt auch so merkt, wie ihr so langsam die Einsicht kommt und wie ihr das so langsam dämmert, dass er halt nicht so ist. Das fand ich auch ganz witzig zu lesen. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, dass mir der Verlauf und die Handlung in dieser Geschichte sehr gut gefallen hat. Ich fand das Tempo super. Dieses Buch hatte auch so seine ruhigen Momente, sag ich mal, wo die Geschichte so ein bisschen langsamer erzählt wurde und so ein bisschen langsamer vorangeschritten ist. Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich fand, das hat gut zur Geschichte gepasst. Und ja, wie gesagt, was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich fand, das Buch war super. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es an 2 Tagen gelesen. Ich konnte es zum Ende hin nicht mehr weglegen und musste dann wissen, wie das Ganze ausgeht, was am Ende passiert. Und ja, ich fand das zum Ende hin auch nochmal richtig spannend. Wie gesagt, Asha und Tormund kommen hier auf jeden Fall auch nochmal drin vor. Und ich freue mich schon sehr auf den 3. Teil und bin gespannt, um wen es da geht. Ich habe da so eine Vermutung, aber ich weiß es noch nicht und es gibt auch noch keine Information zum 3. Teil weiter. Da müssen wir uns leider noch bis 2020 gedulden. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir Raw als Protagonistin in diesem Buch schon sehr gut gefallen hat. Ich fand ihre Engstirnigkeit zwischendurch so ein bisschen nervig. Einfach, dass sie immer gedacht hat, sie ist immer im Recht und dass sie ihren Horizont einfach da nicht erweitert hat und einfach mal überlegt hat auch und logisch gedacht hat, sondern immer nur stupide, streng nach ihrem Ding gehandelt hat. Das fand ich so ein bisschen nervig, aber gut, das ist halt einfach so, sie ist halt einfach dieser Charakter und ich fand sie ansonsten als Protagonistin gut in der Geschichte. Ich fand Dax auf jeden Fall auch super, der war mir so sympathisch und ich weiß, dass ich ihn auch im 1. Teil noch mochte. Das kam dann alles, wie gesagt, beim Lesen so Stück für Stück wieder, auch wer er war und was im 1. Teil mit ihm gewesen ist und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, was die Charaktere auch betraf. Und auch, dass Asha und Torben wieder mit drin vorgekommen sind, fand ich ganz, ganz toll. Und ich fand auch die Sache mit Essie, mit ihrer Schwester, richtig cool gemacht. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich finde, wir haben jetzt 2 super Hauptcharaktere, die diese Geschichte super tragen. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass mir die Charaktere gut gefallen haben. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in, ich weiß gar nicht, wie diese Welt eigentlich heißt. Keine Ahnung. Ich kann euch ja mal hier die Karte zeigen. Das ist die Karte, die vorne im Buff drin ist. Oh, ich liebe Karten. Hier ist Fjordgard, das Reich quasi von Dax. Und hier ist das Buschland, quasi das Zuhause von Raw. Und es wurde Krieg geführt in diesem Buch. Das spielte dann hier oben. Also diese Karte ist schon echt ganz praktisch, wenn man mal zwischendurch gucken möchte, wo welche Ereignisse in diesem Buch gerade stattgefunden haben. Und ja, finde ich super cool, dass da eine Karte vorne drin ist. Ich habe sie auf jeden Fall 1-2 Mal genutzt und habe immer mal reingeguckt, wo das gerade spielt und wo die Charaktere gerade so sind. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ansonsten kann ich sagen, dass mir das Setting super gut gefallen hat. Ich fand letztes Jahr im 1. Teil diese Welt auch schon ganz, ganz toll. Ich fand das mit diesen Drachen ganz, ganz toll. Obwohl ich sagen muss, dass die Drachen hier mir so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ansonsten, was das Setting betraf, kann ich mich nicht beschweren. Ich fand die Welt cool, ich fand die Beschreibungen cool, ich fand die Orte super gut beschrieben. Ich konnte mir das alles super gut vorstellen. Ich hatte da keinerlei Probleme mit. Also was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Mir hat es super viel Spaß gemacht, wieder in diese Welt einzutauchen und ich versuche mir dann bis 2020 mal zu merken, wer die Charaktere sind, dass ich nicht wieder da sitze, wie dieses Mal so,
Wer ist das? Ich kann mich nicht erinnern. Aber das ist generell immer so ein Problem, wenn halt die Bücher so weit auseinander liegen, ne? Dass man halt auch vieles echt einfach vergisst zwischendurch. Gerade wenn man so ein Vielleser ist, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich meine, ich lese im Schnitt 8 bis 10 Bücher im Monat und da merke ich mir einfach nicht alles. Also, das geht einfach nicht. Und ja, aber wie gesagt, vom Setting her kann ich nur sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat. Ich fand das alles super gut beschrieben. Ich hatte keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Und was den Schreibstil von Kirsten Ciccarelli betrifft, hatte ich ja gesagt vorhin schon, dass der erste Teil so ein bisschen was Märchenhaftes hatte. Ich finde, das hatte es im Ansatz im zweiten Teil auch. Ich finde, der Schreibstil und auch die Übersetzung ist schon so ein bisschen was Besonderes. Das ist kein ganz einfacher, schlichter Jugendbuchschreibstil. Also es ist ein einfacher Stil. Also man kann diese Geschichte super gut lesen. Aber ich finde, diese Formulierungen und Ausdrücke, die in diesem Buch verwendet werden, haben schon so ihre ganz eigene Sprache quasi. Also es ist schon was Besonderes, fand ich. Also ich kann das jetzt sehr, sehr schwer beschreiben, aber ich finde diese Ausdrucksweise jetzt nicht alltäglich. Ich finde, es ist wunderschön geschrieben. Ich fand den Schreibstil super gut zu lesen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch auch zu lesen. Ich bin flüssig durch die Seiten gekommen und wie gesagt, für mich hat es so im Ansatz wieder so ein ganz klein bisschen was Märchenhaftes von der ganzen Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde. Das fand ich ganz, ganz toll. Und mein Fazit zu Iskari, die gefangene Königin, ist, dass mir der zweite Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann mir allerdings, wie gesagt, vorstellen, dass aufgrund dessen, dass die Liebesgeschichte hier so im Fokus steht, einige sehr enttäuscht sein werden, weil im ersten Teil es eben nicht so war. Ich hatte keine Probleme damit, wie gesagt, ich liebe das, wenn die Liebesgeschichten im Vordergrund stehen, weswegen mir das Buch extrem viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Und ja, ich kann euch Iskari, die gefangene Königin, wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf Bücher habt, wo Liebesgeschichten schon im Vordergrund stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie der erste Teil weitergeht, was mit Asha und Torvin und Dax halt auch alles passiert, wie sich diese Welt entwickelt, dann müsst ihr den zweiten Teil auf jeden Fall auch lesen. Ich bin gespannt auf den dritten Teil. Wie gesagt, der kommt leider aus 2020 raus, ist aktuell Veröffentlichungstermin. Mehr gibt es dazu noch nicht, mehr habe ich nicht gefunden. Und ja, ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Ich vermute, dass es dort um die Cousine von Dax gehen wird, die Anführerin der Stadtwache oder der Armee generell. Ich habe ihren Namen gerade vergessen, aber ich vermute mal, dass es dann um sie gehen wird im dritten Teil. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ich kann auch nur sagen, dass mir das Cover wieder mega gut gefällt. Mir gefällt ja auch das Cover vom ersten Teil cool. Das ist auch dieser Mund, wo hier eine Klinge ist. Und jetzt haben wir hier eine Feder quasi. Das hat auch so seine Bedeutung mit der Feder. Und ja, ich kann euch das Buch definitiv nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugendteil-Fantasy-Geschichten lest. Wie gesagt, wo Liebesgeschichten im Vordergrund stehen. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Iskari, die gefangene Königin. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.